Also ich bin so gestartet wie jeder Mensch, nämlich mit 0 Kilo, als ich geboren wurde. Und mit den Jahren hat sich eben das hochgeschaukelt und ich habe über mehr als 20 Jahre ein ständiges Auf und Ab an Gewicht gehabt, bis ich dann nachher irgendwann mal diese Schallmauer für mich von 150 Kilo doch mit Erfolg durchbrochen habe. Und dann war es so, dass ich gesagt habe, so kann es im Leben nicht weitergehen, weil das ist eben eine Einschränkung der Lebensqualität, die ist exorbitant. Der lateinische Begriff Adipositas bedeutet starkes oder krankhaftes Übergewicht. Umweltfaktoren wie Fehlernährung, Bewegungsmangel wie auch Gendefekte, die ein Sättigungsgefühl verhindern, sind mögliche Ursachen. Die Begleit- oder Folgeerkrankungen machen Adipositas aber erst zu einer tückischen Erkrankung. Die Folgeerkrankungen, das ist eigentlich das Wesentliche an dem ganzen Krankheitsbild. Zum Beispiel eine Zuckerkrankheit, ist ein Diabetes mellitus Typ 2. Und auch Krebserkrankungen haben ein höheres Risiko, also diese adipösen Patienten sind davon betroffen, dass sie eben mehr Krebserkrankungen bekommen als normalgewichtige Menschen. In der Klinik für Adipositas, metabolisch und plastische Chirurgie im St. Franziskus Hospital in Köln ist man spezialisiert auf das Krankheitsbild Adipositas. Die Therapie setzt in verschiedenen Bereichen an. Wir kümmern uns schon umfassend um dieses Krankheitsbild, also auch um die konservative Therapie, die sicherlich die Basis der Behandlung darstellt. Durch Gruppenworkshops über Ernährungsberatung und Verhaltenstherapie werden dem Patienten die eigenen falschen Verhaltensmuster aufgezeigt, mit dem Ziel, diese zu durchbrechen. Bewegungstherapie ist ein weiterer wichtiger Baustein, um Adipositas zu bekämpfen. Erst wenn diese Therapiesäulen nicht als Fundament ausreichen und die gesundheitlichen Werte des Patienten zu schlecht sind, wird operiert. Peter Müller musste operiert werden und bekam einen Magenbypass. Hierbei wird der Magen unterhalb des Mageneingangs abgetrennt. Es verbleibt ein kleiner Restmagen, der als Bremse für die zugeführte Nahrung dient. Auch der Dünndarm wird durchtrennt. Also nach der Operation ist natürlich für die Patienten sehr erfreulich, dass sie tatsächlich in aller Regel sehr stark abnehmen, speziell im ersten halben Jahr nach der Operation. Wir kümmern uns dann aber auch später um die Patienten im Rahmen eines Nachsorgeprogramms. Manche brauchen dann auch noch eine plastisch-chirurgische Operation. Auch das bieten wir eben hochspezialisiert an. Peter Müller ist sehr froh, dass er genau diesen Weg gegangen ist. Die Bypass-Operation war erfolgreich. Die gesteigerte Lebensqualität hatte schnell zur Folge, dass er ein insgesamt sorgenfreieres Leben führen kann. Ich kann es jedem nur sagen, setzen Sie sich mit der Situation auseinander. Nehmen Sie die Situation nicht als Gott gegeben an, sondern jeder kann diese Situation ändern und er möge sich Hilfe suchen. Dankeschön. Gern geschehen.